Huch. Ich brauche kein Katzenfleisch. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen draußen bleiben. Ich wäre nicht hereingekommen, wenn die Bedienung etwas flotter wäre. Fang die Maus! Excusez-moi. Okay. Da nützt mir der Dosenöffner wenig. Da nützt mir der Dosenöffner wenig. Die Vorratskammer, sie ist verdammt groß von Ihnen. Nein, also. Also ihr macht doch nie was, was ich will. So. Da sind noch mehr Dosen mit Katzenfleisch. Ich brauche kein Katzenfleisch. Da sind noch mehr Dosen mit Katzenfleisch. Ich will nichts was machen. Auch immer das ist. Boah, das Foto noch. Lauf! Er ist auch nicht da. Los, Kätzchen! Und nun? Du hast es geschafft! Ich weiß es nicht. Ja! Geh nochmal zu Glottis. Oh Gott. Können wir bald gehen? Was hast du gesagt, Kitty Cat? Du sollst nicht reden, du sollst laufen! Das sehe ich nicht auf. Oh, Baby! Oh, das kann doch nicht wahr sein! Dämonen kann man nicht sensen. Schade. Okay, kann man nicht sensen. Es gibt gute Neuigkeiten. Wir haben ein bislang unbekanntes Talent unserer kleinen Boten entdeckt. Wir wissen nicht wie, aber diese mysteriösen Vögel finden ihr Ziel doch tatsächlich allein, indem sie sich ein Foto des Empfängers ansehen. Um dieses Ereignis gebührend zu würdigen, hat Eva ihnen allen kleine Baretts gemacht. Ich schicke dir ein paar Fotos. Fang die Maus! Okay. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Okay. Ich werde diese Goldmine für mich behalten. Da nützt mir der Dosenöffner wenig. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Das mache ich nicht mit Lolas Jacke. Monsieur, noch einen Wein. Ich glaube kaum, dass mir das weiterhilft. 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 Okay. dann müssen los, wir jetzt wohl... Los! Ich glaube, wir müssen... Ich glaube... Wir müssen spielen. Ich glaube nicht, dass es klug ist, in Max' Büro reinzuplatzen, solange er mit Nick spricht. Okay, dann nicht. Gut so, Kätzchen, so mag Papi das. Oder das Foto finden. Oder... Du hast es geschafft! Los, los, los! Ja, ja, ist ja gut. Oh, ich geh da rein. Fang die Maus! Jetzt. Puh, Gott sei Dank. So. So, nun. Das ist schon recht schwierig. Da möchte ich noch was probieren. Und zwar...
Warte, der eine, was erzählt hier von Revolution in der Bar? Wumps. Hier im Blue Case Kit. Aber verstehst du denn nicht? Mit dem Sturz der Regierung sind unsere Probleme beseitigt. Ach, Quatsch. Wir werden immer bewaffnete Gruppen brauchen, die ein Aufleben des Kapitalismus verhindern. Diese faschistische Denkweise ist genauso tot wie du, Genosse. Wenn alle Waffen verschwunden sind, fangen die Leute an, sich gegenseitig zu kontrollieren. Dann hält allein die öffentliche Meinung sie davon ab, Verbrechen zu begehen. Hola, ihr Wohlstandskinder. Hey, schau an, wer sich da blicken lässt. Es ist Manny Calavera, die linke und rechte Hand sowie der Arsch der Nouveau-Rich. Verschwinde, du Lackaffe. Wir reden über Dinge, die du nicht verstehst. Wie Wahrheit und Schönheit. Hey, kann ich mir das Buch mal ausleihen? Vergiss es, Kummerbund. Ach, Mann. Ich sense dich. Oder vielleicht zeige ich Ihnen die Brief von Lemonis. Hey, habe ich euch je erzählt, dass ihr mich an einen meiner Freunde erinnert? An Salvador Limones? Salvador Limones ist ein Armenmärchen, das die Ausbeuter den Massen als gute Nachtgeschichte erzählen. Idiot! Salvador Limones ist sehr real und wahrlich ein großer Mann. Er ist außerdem auch ein gefürchteter Briefeschreiber. Was ist denn das? Ich, Salvador Limones? Salutiere vor dir, Manuel Calavera? Wichtiger Verbündeter in dieser gerechten Sache? Du kennst Salvador Limones? Wie ist er denn so? Warum hast du uns nie gesagt, dass du ein Freiheitskämpfer bist, Manuel? Ich kann nicht über meine Untergrundarbeit reden, sonst bringe ich die ganze Szene in Gefahr. Wow. Krass. Hey, ich muss gehen. Also, Viva la Revolution. Oh, Mann. Macht es euch was aus, wenn ich mir das Buch mal ausleihe? Klar, Mann. Bedien dich. Jetzt auf einmal. Schön, Hanni. Gewerkschaftsgründung und Revoltieren leicht gemacht. Kapitel 1. Die Arbeiter müssen die Produktionsmittel kontrollieren. Oh, Glottis, zeige ich das besser nicht? Vielleicht die Arbeiterbienen. Ja, genau, die Arbeiterbienen. Die Arbeiterbienen. Oder Glottis zeigen. Denn immer wenn Manuel sagt, Glottis das nicht zeigen, dreht er durch. Nein, das wollte ich nicht. Oh Gott, Versteuerung. Ich glaube, das sind die Worte, die du suchst. Die Arbeiter müssen die Produktionsmittel kontrollieren. Die Arbeiter müssen die Produktionsmittel kontrollieren. Ja, das ist es. Genau das wollte ich sagen. Wer wird sie aufhalten, die fetten Industriebosse? Die Schiffe mit den Pollen der ausgebeuteten Arbeiterklasse bauen? Lass uns zurückschlagen! Ja. Wer ist denn das? Ein verkappter Imker? Ich sage euch, legt eure Werkzeuge nieder und zeigt ihnen, wer hier den Honig einsammelt! Ja. Das reicht! Ich dachte immer, Bienen gibt's nur in zwei Farben, schwarz und gelb. Aber du kommst mir verdammt rot vor, Freundchen. Ah! Hey, was soll denn das? Wir kämpfen hier für unsere Rechte! Ja, genau. Gleich zeige ich dir meine Rechte, Genosse. Benny, besorg mir einen Anwalt! Einen Anwalt! Das wird schwierig werden, den Burschen wieder rauszuhauen. Zum Glück kenne ich einen guten Anwalt. Dafür brauchen wir Nick. Ich verstehe.
Hat mir jetzt auch nicht so viel gebracht irgendwie. Und nun? Zeig mal den Captain, dass man den rostigen Anker. Ich könnte mir helfen. Ich glaube kaum, dass mir das weiterhilft. Da steht nichts weiter drauf als Nummer 36, der rostige Anker. Was soll denn das nun wieder bedeuten? Ja, ich weiß es nicht. Einfach jeden Zeugen, den ich kenne. Schwierig. Nur zum Tätowierer. Ich weiß nicht wieso, aber es könnte... Muss ja nicht mal logisch sein. Obwohl die Rätsel nicht hier, also schon logisch sind irgendwie. Du willst also immer noch gehen? Gucken. Moment mal eben. Sagt dir das irgendwas? Du meinst, abgesehen von dem Song, dem Gedicht der Bar und der Statue, die so heißen? Klar, das ist eins meiner berühmtesten Motive. Komm, ich zeig's dir. Lass sehen. Nummer 34, 36. Hey, was ist denn das? Das hat meine Freundin Lola hier für mich hinterlassen. Ja, ja, richtig. Lola war hier. Süße Kleine. Ist wie eine Tochter für mich. Sag ihr, Papa Toto lässt sie grüßen. Oh, klar. Hör auf mich. Du musst auch mal an dich denken. Was ist das jetzt? Sieht aus wie ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Weiteres Foto. Okay, das überfragt mich jetzt doch irgendwie. Zocken? Ich weiß aber nicht wieso. Oder Glottis zeigen? Ich weiß auch nicht wieso. Hallo! Oh, hi! Den Wettabschnitt bitte! Oh, ich habe keinen Wettabschnitt. Oh, okay, ciao! Ohne Wettabschnitt können wir nichts machen. Was ist denn Kacke? Wo ist denn... Achso, Glottis. Ich wollte ja Glottis besuchen. Die Zielgerade! Gib alles, Kätzchen! Lauf! Fast am Ziel! Okay. Ja, genau so! Haben wir denn noch Schlüssel? Zettel hat er behalten, okay. Ja! Ich glaube kaum, dass mir das weiterhilft. Los, ich glaube los, kaum, los. Dass mir das weiterhilft. Ich glaube kaum, dass mir das weiterhilft. Verdammt, was mache ich denn jetzt? Weiter, Miezekätzchen! Gewerkschaftsausweis habe ich auch noch nicht. Das muss ja den Koffer besorgen vom Max. Du hast es geschafft! Ja, durchdrehte. Guck. Der Drucker und ich, wir werden uns eine goldene Nase verdienen.
April, Zizomo, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Okay. Der Drucker und ich, wir werden uns eine goldene Nase verdienen. Der Drucker und ich, wir werden uns eine goldene Nase verdienen. Monsieur, noch einen Wein, bitte. Wie kann man das? Mit dem Rennfoto hier irgendwas? Nummer 114. Nummer 6. Aber sonst steht da nichts, ne? Vielleicht sechster Tag, vielleicht Samstag? Samstag? 114, ich weiß es nicht. Echt schwer. Der Drucker und ich, wir werden uns eine goldene Nase verdienen. Der Drucker und ich, wir werden uns eine goldene Nase verdienen. Achso, dann drück doch. Der Drucker und ich, wir werden uns eine goldene Nase verdienen. Ja, ja, ich weiß. Und zwing mich nicht runterzukommen, Rumpelstilz. Lass mal eben gucken, wie das funktioniert mit dem Wettschein. Der Drucker und ich, wir werden uns eine goldene Nase verdienen. Ah, so. Das ist ein Wettabschnitt für Samstag, Woche 5, Rennen 6. Hallo? Oh, hi. Den Wettabschnitt bitte. Hier, bitte sehr. Der sieht aber anders als unsere normalen Tickets aus. Er stammt noch aus der letzten Saison. In Ordnung, nur eine Sekunde. Hier, bitte sehr. Es ist nur ein Haufen Katzen. Ja, aber sehen Sie nur, wie schnell die sind. Ah. Tut mir leid, mein Herr. Das nächste Mal gewinnen Sie bestimmt. Kesselmieze. Das Rätsel muss ich doch nicht schaffen. Ich glaube kaum, dass mir das weiterhilft. Kesselmieze. Ach Mann, vertu mich immer hier. Scheiße. So. Gucken. Aber sonst ist da kein Hinweis drauf, ne? Ich sehe nur die 6. Olivia. Ja, was könnte das wohl bedeuten? Das ist ein Wettabschnitt für Samstag, Woche 11, Rennen 4. Vielleicht? Hallo? Oh, hi. Den Wettabschnitt bitte. Hier, bitte sehr. Es ist ein wunderschöner Tag. In Ordnung, nur eine Sekunde. Hier, bitte sehr. Noch mehr Katzen. Tut mir leid, mein Herr. Das ist nicht richtig. Das nächste Mal gewinnen Sie bestimmt. Ich werde diese Goldmine für mich behalten.
Vielleicht einfach 6-6. Nein! Oh. Das ist ein Wettabschnitt für Montag, Woche 6, Rennen 1. Hallo? Oh, hi! Den Wettabschnitt bitte! Hier, bitte sehr! In Ordnung, nur eine Sekunde. Hier, bitte sehr. Noch mehr Katzen. Tut mir leid, mein Herr. Und nicht vergessen. Das nächste Mal gewinnen Sie bestimmt. Ja, ja, ist klar. Ich kann mal die Katze unten helfen noch hoch. Dieses große Bild, diese große Katze hier. Geliebte Feuerpfote, diese majestätische Katze war viele Jahre Halter des Geschwindigkeitsrekordes und Liebling der Massen in Rubakawa, bis ihre Karriere plötzlich und unerwartet in der zweiten Rennwoche der Saison ein tragisches Ende fand, als das Luftschiff Olivia 1 auf seinem Jungfernflug auf die Rennbahn stürzte und explodierte. Viele der zutiefst betroffenen Fans beteuerten später, dass Feuerpfote vor der Explosion in Führung lag. Sie okay, taugen schon lebend nicht viel und ausgestopft sind sie auch nicht besser. Ja, natürlich die Hälfte nicht mitbekommen. Sie taugen wow, da war aber ein Katzenliebhaber am Werk. Geliebte so. Feuerpfote, diese majestätische Katze war viele Jahre Halter des Geschwindigkeitsrekordes und Liebling der Massen in Rubakawa, bis ihre Karriere plötzlich und unerwartet in der zweiten Rennwoche der Saison ein tragisches Ende fand, als das Luftschiff Olivia 1 auf seinem Jungfernflug auf die Rennbahn stürzte und explodierte. Viele der zutiefst betroffenen Fans beteuerten später, dass Feuerpfote vor der Explosion in Führung lag. In Führung? Okay. Wir sind hier schon mal weiter in der zweiten Rennwoche. So, Rennwoche 2. Moment, Rennwoche 2. Samstag könnte sogar stimmen. Das ist knifflig. Ist das jetzt Tag oder Woche? Die erste Ziffer. 32. Okay. Zweite Rennwoche. Nein! Das ist ein Wettabschnitt für Samstag, Woche 2. Rennen 5. Nochmal. Der Drucker und ich, wir werden uns eine goldene Nase verdienen. Woche 2. So. Das ist ein Wettabschnitt für Samstag, Woche 2. Rennen 6. Okay, mal gucken. Der Sieger, Rakete, gefolgt von Kazanjette. Hallo? Oh, hi! Den Wettabschnitt bitte! Hier, bitte sehr! In Ordnung, nur eine Sekunde. Hier, bitte sehr! Noch mehr Katzen. Tut mir leid, mein Herr. Noch nicht. Das nächste Mal gewinnen Sie bestimmt. Ah, ja, okay. Dann machen wir jetzt mal einen Schnitt und dann sehen wir uns im nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.